Und heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Arbeit aus Intensive Care Medicine vor von Guidé und Coworkers. Es geht um den Krankheitsverlauf von sehr alten Intensivpatienten. Es gibt keine international einheitliche Definition für ältere Menschen. Die WHO definiert eine ältere Person als jeden, der älter als 60 Jahre ist. In der Literatur wird häufig zwischen jungen Alten 65 bis 74 Jahre, mittleren Alten 75 bis 84 und älteren Alten größer 85 Jahre unterschieden. Bei der Definition eines sehr alten Patienten haben sich die Autoren aus mehreren Gründen für ein Alter von 80 Jahren entschieden. Erstens steigt die Sterblichkeit auf der Intensivstation zwar progressiv mit dem Alter an, doch ist der Anstieg nach dem 80. Lebensjahr am stärksten. 61% der 3-Jahres-Sterblichkeit im Alter von über 80 Jahren im Vergleich zu 35% vor dem 80. Lebensjahr. Zweitens ist in dieser Bevölkerungsgruppe Multimorbidität weit verbreitet. 75 bis 90% in Ländern mit hohem Einkommen. Schließlich ist diese Bevölkerungsgruppe sehr häufig gebrechlich. 30 bis 50% nach dem 80. Lebensjahr im Vergleich zu 16 bis 20% zwischen dem 60. und 79. Lebensjahr. Die Frage, wie der Bedarf an Intensivstationen für die Aufnahme dieser Patienten bewältigt werden kann, wird in vielen Ländern weltweit zu einem wichtigen Thema. Mehrere Studien haben in den letzten 15 bis 20 Jahren einen Anstieg der Nachfrage nach Intensivstationen für sehr alte Intensivpatienten, Very Old Intensive Care Patients, VIP, VIP, dokumentiert. In einer Studie von Cowart et al. Stieg der bereinigte Anteil der Intensiveinweisungen mit vorbestehender Behinderung, Gebrechlichkeit und Multimorbidität von 15,5% im Jahr 1998 auf 24% im Jahr 2015. Die Coronavirus-Pandemie 2019, Covid-19, war ein Beispiel für diese Herausforderung mit Folgen für jüngere Patienten, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Die Diskrepanz zwischen den verfügbaren Betten auf der Intensivstation und der Nachfrage könnte zu unangemessenen Triage-Entscheidungen führen, die auf Grundlage der Bettenverfügbarkeit und nicht der individuellen Beurteilung getroffen werden. In diesem Artikel wollen sich die Autoren auf praktische Fragen und die verfügbaren Erkenntnisse konzentrieren. Der Artikel unterstreicht die Notwendigkeit, den Patientenverlauf von der Zeit vor der Aufnahme in die Intensivstation bis zum langfristigen Ergebnis nach der Entlassung zu betrachten, und zwar mit einem multidisziplinären Ansatz, an dem insbesondere Notärzte und auch Geriater beteiligt sind. Dieser integrative Ansatz berücksichtigt auch die Auswirkungen auf die Pflegekräfte, die in den Entscheidungsprozess einbezogen werden sollten. Es ist von größter Bedeutung, den richtigen Weg für den einzelnen Patienten zu finden, da nicht für alle hochbetagten Patienten eine vollständige Betreuung auf der Intensivstation sinnvoll ist. Die Konzeption neuer Farbe für die VIP, Very Old Intensive Care Patients, ermöglicht es, den individuellen Nutzen im Hinblick auf das Überleben, aber auch die zukünftige Lebensqualität zu optimieren. In Zukunft wird künstliche Intelligenz, die die Phänotypisierung von VIP ermöglicht, sicherlich dazu beitragen, den Entscheidungsprozess für die Aufnahme, für die Prognose und auch für die Behandlungsintensität während des Aufenthalts auf der Intensivstation zu unterstützen. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Aspekten der Gerontointensivmedizin und enthält Beiträge von internationalen Experten. Hier die Abbildung, die zeigt den Zustand jetzt, zukünftig und welche Maßnahmen man ergreifen könnte. Schauen wir auf heute. Es gibt keine oder nur sehr schwache Aufnahmeleitlinien. Ein systematischer Weg wird selten eingesetzt. Es gibt auch keine formale Diskussion mit den Versorgern. Das ist die Situation vor der Intensivstation. Zukünftig sollten Aufnahmeleitlinien verfügbar sein und auch formal eine Besprechung und Diskussion mit den Versorgern stattfinden. Auf der Intensivstation gibt es derzeit wenige evidenzbasierte Leitlinien für die Behandlung von Fragen rund um das Lebensende. Und die Caregivers, also auch die Angehörigen, Zugehörigen etc., werden nur selten formal in die gemeinsame Entscheidungsfindung mit einbeschlossen. Zukünftig sollten strukturierte Familienkonferenzen, Angehörigenkonferenzen an Tag 2 bis 3 mit einem formalen gemeinsamen Entscheidungsprozess herbeigeführt werden. Es sollten auch evidenzbasierte Behandlungsprotokolle für ältere Patienten vorliegen.
Und auch die Beteiligung Geriater als Konsilärzte auf der Intensivstation, aber auch bei Verlegung der Patienten von der Intensivstation, zum Beispiel auf eine akutgeriatrische Behandlungsstation, sollten berücksichtigt werden. Derzeit ist die Beteiligung von einer geriatrischen Kompetenz in der Intensivmedizin, aber auch bei der Überleitung, wird nur selten eingesetzt und auch nicht systematisch. Nach der Krankenhausentlassung derzeit seltene Unterstützung für die Versorger, Angehörigen, Zugehörige etc. in der Nachsorge, Nachbehandlung der Patienten, und zukünftig sollte ein sehr klarer, strukturierte Unterstützung für die Versorger, Angehörige, Zugehörige etc. und ein Patientenfollow-up für die ersten 6 Monate durchgeführt werden. Kerndatensatz zur Charakterisierung sehr alter Patienten, die potenzielle Kandidaten für die Aufnahme auf die Intensivstation sind. Wenn ein sehr alter Intensivpatient zur Aufnahme auf die Intensivstation vorgestellt wird, ist es zwingend erforderlich, bestimmte relevante Informationen einzuholen. Damit soll eine Wissensbasis geschaffen werden, die sowohl für eine rasche Beurteilung der Angemessenheit einer Aufnahme auf die Intensivstation als auch für die Planung der zukünftigen Behandlung wichtig ist. Zu den wichtigsten Überlegungen gehört in erster Linie die Prognose für das kurz- und langfristige Überleben, aber auch andere Faktoren wie der Verlust der funktionellen Unabhängigkeit und die künftige Lebensqualität müssen berücksichtigt werden, insbesondere wenn sie mit schweren kognitiven Defiziten wie Demenz zusammenhängen. Exakte Informationen sind unabdingbar, um den Informationsfluss und die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Ist die Einstellung des Patienten gegenüber der Intensivpflegetherapie oder anderen fortgeschrittenen Therapien bekannt? Wenn ja, ist es wichtig, die Autonomie des Patienten zu respektieren. Wird der Patient als fähig angesehen, für sich selbst zu entscheiden? Wenn ja, wurden die Versorgungsziele, Therapieziele und der wahrscheinliche Nettonutzen einer Aufnahme auf der Intensivstation erörtert? Die Dauer des Krankenhausaufenthalts vor der Aufnahme auf die Intensivstation ist ein wichtiger Faktor, wobei eine längere Dauer mit einer schlechteren Prognose verbunden ist. Ob dies bei sehr alten Patienten noch verstärkt wird, ist jedoch nicht bekannt. Alle relevanten Informationen bei der Aufnahme, demografische Daten, Grund für die Aufnahme, Schweregrad, müssen zusammen mit den relevanten Informationen für den sehr alten Intensivpatienten erfasst werden. Die Bestimmung des Gesundheitszustands vor der Krankenhausaufnahme ist von wesentlicher Bedeutung. Es sollte der Zustand vor der akuten Verschlechterung sein. Der Gesundheitszustand 14 Tage vor der Aufnahme wird häufig verwendet. Bekannte Einstellungen des Patienten zu lebenserhaltenden Therapien, mechanische Beatmung, NIV, CPAP-Therapie, Nierenersatztherapie, Kompetenz, Fähigkeit zur Entscheidungsfindung, Ziele der medizinischen Versorgung, zum Beispiel funktionelle Unabhängigkeit, Zeit im Krankenhaus vor der ersten Einweisung auf die Intensivstation. Liste wichtige Informationen, die idealerweise vor oder bei Aufnahmen eingeholt werden sollten: das Alter in Jahren, das Geschlecht, Grund der Aufnahme, akute Organdysfunktion vor der möglichen Aufnahme. Wenn ja, primäres Organsystem, zentrales Nervensystem, kardiovaskulär, respiratorisch, renal oder muskuloskeletal. Und auch der SOFA-Score-Wert als Maß der Organdysfunktion sollte erfasst werden. Gesundheitszustand vor der Krankenhauseinweisung, die Wohnsituation, Nähe zu Kindern und Bezugspersonen, Entfernung zur nächstgelegenen Gesundheitseinrichtung, Bewertung der Gebrechlichkeit mit der klinischen Frailty-Skala, Aktivitäten des täglichen Lebens mit der Activity-Daily-Living-Punktzahl, Demenz oder andere kognitive Defizite, Komorbiditäten, Multimorbiditäten oder aber auch die Sarkopenie. Zu den wichtigen Informationen, die für sehr alte Patienten erforderlich sind, gehören in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit: der Frailty-Status. Es wird die Verwendung des klinischen Frailty-Scale CFS, einer gut erprobten Methode mit nachgewiesener Zuverlässigkeit bei Verwendung verschiedener Informationsquellen und unterschiedlichen Informanten, empfohlen. Die mit der CFS gemessene Gebrechlichkeit ist durchgängig mit dem Krankenhaus- und Langzeitüberleben verbunden. Kognitiver Abbau, die Aktivitäten des täglichen Lebens und die Komorbiditäten vor der Aufnahme können ebenfalls für die Einschätzung der physiologischen Reserve von Bedeutung sein. Die Sarkopenie, sie ist bei der Aufnahme nur schwer zu beurteilen,
da sie in der Regel einen aktiven Patienten voraussetzt. Neuere Methoden wie zum Beispiel Ultraschallbeurteilung von Muskelkompartimenten könnten jedoch in Zukunft eine Alternative darstellen. Wie lässt sich die gemeinsame Entscheidungsfindung bei der Aufnahme auf die Intensivstation mit Patienten und Zugehörigen umsetzen? Die gemeinsame Entscheidungsfindung ist ein gemeinschaftlicher Kommunikationsprozess zwischen Patienten, ihren Familien oder stellvertretenden Entscheidungsträgern und den Behandlungsteams. Die gemeinsame Entscheidungsfindung beruht auf den Grundsätzen der Vertrauensbildung und des respektvollen Austauschs, um einen informierten, wissenschaftlich fundierten und medizinisch angemessenen Behandlungsplan zu erstellen, der auf die Werte und Präferenzen des Patienten abgestimmt ist. Dieses Konzept wurde von den wichtigsten Fachgesellschaften für Intensivmedizin anerkannt. Es sollte lange vor der Aufnahme in die Intensivstation beginnen, zum Beispiel vor einer geplanten Hochrisikooperation, mit Gesprächen zwischen dem Patienten, den Pflegekräften, dem Chirurgen, dem Anästhesisten und dem Intensivmediziner. Es wird eine multidisziplinäre Vorgehensweise dringend empfohlen. Es sollte eine Checkliste verwendet werden, die auch eine umfassende geriatrische Beurteilung enthält. Bei Elternpatienten umfasst dieser Austausch auch eine sorgfältige Bewertung des Frailty-Status und der jüngsten Entwicklung der Ausgangsfunktion, zum Beispiel kognitiv-körperlich, der Belastung durch chronische Krankheiten, zum Beispiel fortgeschrittene Herz-, Lungen- oder Lebererkrankungen, bösartige Erkrankungen und der jüngsten oder der Dauer der aktuellen Krankenhausaufenthalte. Dies sollte als wichtiger Einflussfaktor auf die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion auf erweiterte lebenserhaltende Maßnahmen auf der Intensivstation hervorgehoben werden und kann bei der Gestaltung der Diskussion helfen. Gemeinsame Entscheidungsfindung ist ein iterativer Prozess. Idealerweise sollte er vor einer akuten Einweisung ins Krankenhaus oder einer Überweisung auf die Intensivstation im Falle einer unerwarteten klinischen Verschlechterung beginnen. In der Realität ist dies jedoch oft nicht der Fall. Bei der Aufnahme in die Intensivstation sollten die Gespräche neu ausgerichtet werden und sich auf fortgeschrittene lebenserhaltende Maßnahmen konzentrieren und sich während des gesamten Krankheitsverlauf des Patienten weiterentwickeln. Dabei werden Informationen über die Wahrnehmung und das Verständnis des akuten medizinischen Zustands, der die kritische Erkrankung auslöst, sowie über die therapeutischen Optionen und die Prognose ausgetauscht. Wichtig ist, dass die Erwartungen und das Verständnis des Patienten und oder der Familie bzw. stellvertretenden Entscheidungsträgers für den Umfang der Unterstützung auf der Intensivstation erkundet werden. Dies wird mit den individuellen Präferenzen für akzeptable Ergebnisse, zum Beispiel Lebensqualität, Abhängigkeit, Behinderung und für die Behandlung abgeglichen und mit den therapeutischen Optionen in Einklang gebracht, die als vorteilhaft und im jeweiligen Kontext angemessen angesehen werden. Ziel dieses Prozesses ist es, einen für beide Seiten akzeptablen Ansatz für den Einsatz fortgeschrittener, ausgeweiteter Organ- und Intensivpflegetherapiemaßnahmen zu finden, der Veränderung des klinischen Zustands des Patienten antizipiert und darauf reagiert. Zu den Herausforderungen für eine wirksame gemeinsame Entscheidungsfindung können Unterschiede im kulturellen und religiösen Hintergrund, eine begrenzte Gesundheitskompetenz und ein begrenztes Verständnis lebenserhaltender Therapien auf der Intensivstation, zeitliche Beschränkungen, zum Beispiel angespannte Bedingungen auf der Intensivstation und die Kommunikationskompetenz der Ärzte gehören. Wir sind uns außerdem bewusst, dass die unterschiedlichen Rechtssysteme im Gesundheitsbereich von unterschiedlichen politischen und gesetzlichen Regelungen geleitet werden, die ebenfalls eine Herausforderung für die Grundsätze der gemeinsamen Entscheidungsfindung darstellen. Unstimmigkeiten in der Prognose zwischen Ärzten und stellvertretenden Entscheidungsträgern bei Elternpatienten mit hohem Sterberisiko auf der Intensivstation sind keine Seltenheit und beruhen größtenteils auf einem Missverständnis der stellvertretenden Entscheidungsträger und grundlegenden Unterschieden in den Prognosevorstellungen. Kliniker sind der Meinung, dass unrealistische Erwartungen, insbesondere in Bezug auf vermeintlich nicht nützliche Therapien, eines der wichtigsten Hindernisse für eine qualitativ hochwertige Versorgung dieser Patienten am Lebensende darstellen. Diese Abbildung zeigt nochmal den Prozess der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Wir haben hier den Patienten, die Familie, andere Personen, die sich um den Patienten kümmern,
Stellvertreter, hier haben wir die Mitglieder des Behandlungsteams, der Intensivmediziner, die Pflegekraft am Bett des Patienten und andere Spezialisten. Und unterstützende Faktoren sind natürlich die Gesundheitskompetenz von Patient und Familie, die Beteiligung der Familie, Kommunikationsfähigkeiten und auch eine kulturelle Sensitivität. Und im gemeinsamen Entscheidungsfindung sind Implementationsschritte die Identifizierung eines Entscheidungspunktes, also an welchen Punkten richten wir uns da auch, das Sammeln und auch das Vermitteln und das Teilen der Informationen, eine kollaborative Diskussion innerhalb des Behandlungsteams, aber auch mit den Beteiligten und dann natürlich auch eine Entscheidung treffen. Herausforderungen sind natürlich die zeitlichen Beschränkungen, die komplexen Informationen, die vermittelt werden müssen, verschiedene Perspektiven, auch differierende Perspektiven, auch emotionaler Stress. Wir müssen eine kontinuierliche Verbesserung herbeiführen durch Evaluation, Training und Adaptation im Verlauf dieses gesamten langwierigen Prozesses. Und der Benefit ist tatsächlich die gemeinsame Entscheidungsfindung, informierte Entscheidung, die Verbesserung der Patientenzufriedenheit, nicht nur des Patienten, sondern auch der Zugehörigen, eine ethische, ausgerichtete Therapie, eine Reduktion der psychologischen Last für Familie, aber auch für das Behandlungsteam. Umsetzung der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Die proaktive Identifizierung und Bewältigung dieser Herausforderung durch einen Prozess der gemeinsamen Entscheidungsfindung wird die Zufriedenheit von Patienten und Angehörigen verbessern und ein höheres Maß an Vertrauen fördern. Bei Angehörigen zugehörigen Besprechungen, insbesondere bei Patienten mit hohem Sterberisiko, hat sich gezeigt, dass eine Strategie, die 5 Verhaltensweisen zur gemeinsamen Entscheidungsfindung umfasst, das Vertrauen in das Behandlungsteam erhöht. Zu diesen Verhaltensweisen, die in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für ältere Patienten auf der Intensivstation geordnet wurden, gehörten emotionale Unterstützung, Erfragung der Werte und Präferenzen des Patienten, Beurteilung des Verständnisses, Erläuterung des medizinischen Zustands und der Prognose sowie Erörterung der Rolle des Stellvertreters. Dies sind fortgeschrittene Kommunikationsfähigkeiten, die die Bedeutung einer integrierten Schulung in diesen Ansätzen der Patienten- und Zugehörigenzentrierten Pflege, der Kommunikation, der gemeinsamen Entscheidungsfindung einschließlich der Behandlung am Ende des Lebens unterstreichen würden. Zugehörige von schwerkranken Patienten ziehen es vor, in die Entscheidungsfindung einbezogen zu werden und dazu beizutragen. Dies verbessert die Zufriedenheit der Angehörigen, Zugehörigen mit der Betreuung, insbesondere wenn sich der Prozess auf die Prognose, die Umsetzung von Einschränkungen der medizinischen Therapie, zum Beispiel Anordnung zur Unterlassung der Wiederbelebung und die Beendigung umfangreicher lebenserhaltender Therapien in Erwartung des nahen Todes konzentriert. Ausgewählte Zugehörige, Angehörige und stellvertretende Entscheidungsträger haben jedoch ein erhöhtes Risiko, langfristig an Angstzuständen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen zu leiden, insbesondere wenn sie an Entscheidungen über den Abbruch, Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen oder der Versorgung am Lebensende beteiligt werden sollen. Ein Faktor, der dazu beiträgt, ist möglicherweise die Wahrnehmung des Bedauerns über eine Entscheidung. Jüngste Erkenntnisse haben gezeigt, dass jedes 5. Familienmitglied nach 6 Monaten ein mäßiges bis starkes Gefühl der Reue über seine Entscheidung äußert, wobei ein schlechtes Outcome des Patienten, zum Beispiel Tod oder schwere funktionelle Abhängigkeit, mit einem stärkeren Reuegefühl, Bedauern einhergeht. In seltenen Fällen kommt es zu Konflikten, deren Lösung für die Patienten, die Familie und das Behandlungsteam eine Herausforderung darstellen kann. Konflikte konzentrieren sich häufig auf wahrgenommene Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Prognose und den relativen Nutzen lebenserhaltender Therapien, insbesondere wenn der Patient kurz vor dem Lebensende steht. In den meisten Fällen können sie jedoch durch effektive Kommunikation und den Aufbau von Beziehungen vermieden werden. Es können Situationen entstehen, in denen es zu Konflikten kommt, wenn Stellvertreter um möglicherweise unangemessene lebenserhaltende Behandlung bitten, von denen die Ärzte nicht glauben, dass sie von Nutzen sein könnten. Dies hat zu einer Veröffentlichung einer gesellschaftsübergreifenden Leitlinie geführt, die Klinikern Hinweise zur Vermeidung und zum Umgang mit hartnäckigen Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten gibt. Die Förderung der gemeinsamen Entscheidungsfindung ist ein zentraler Grundsatz bei der Bewältigung potenzieller Konflikte. In Teil 2 werden folgende Themen behandelt: Wie geht man mit prognostischer Unsicherheit um?
Wann und wie entscheidet man sich für Begrenzung und/oder die Beendung einer lebenserhaltenden Behandlung? Gibt es ein Leben nach der Intensivstation? Was ist die Alternative zur Einweisung auf die Intensivstation? Und auch das Thema künftige Forschung in der Geronto-Intensivmedizin wird dann angesprochen.